Kapitel 29. Und am ersten Tag des siebenten Monats soll heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun. Ein Tag des Posaunenblasens soll er für euch sein. Und ihr sollt als Brandopfer darbringen zum lieblichen Geruch für den Herrn einen jungen Stier, einen Widder, 7 einjährige Schafe ohne Fehler, dazu als Speisopfer 3/10 feinstes Mehl mit Öl vermengt zu dem jungen Stier, 2/10 zu dem Widder und 1/10 zu je einem Schaf von den 7 Schafen. Auch einen Ziegenbock zum Sündopfer, um für euch Sühne zu schaffen. Außer dem Brandopfer des Neumondes und seinem Speisopfer und außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und mit ihren Trankopfern, ihrer Ordnung gemäß zum lieblichen Geruch als ein Feueropfer für den Herrn. Am 10. Tag dieses 7. Monats soll heilige Versammlung sein, und ihr sollt fasten und keine Arbeit an diesem Tage tun, sondern als Brandopfer dem Herrn zum lieblichen Geruch opfern, einen jungen Stier, einen Widder, 7 einjährige Schafe ohne Fehler mit ihren Speisopfern, 3/10 feinstes Mehl mit Öl vermengt zu dem jungen Stier, 2/10 zu dem Widder und 1/10 zu je einem der 7 Schafe. Dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer, außer dem Sündopfer zur Sühnung und dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und mit ihren Trankopfern. Am 15. Tag des 7. Monats soll heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun und sollt dem Herrn das Fest 7 Tage feiern und sollt an Brandopfern darbringen als Feueropfer des lieblichen Geruchs für den Herrn 13 junge Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Schafe ohne Fehler samt ihrem Speisopfer, 3/10 feinstes Mehl mit Öl vermengt zu je einem der 13 jungen Stiere, 2/10 zu je einem der 2 Widder und 1/10 zu je einem der 14 Schafe. Dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Am 2. Tage 12 junge Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Schafe ohne Fehler mit ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der Ordnung gemäß. Dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und ihren Trankopfern. Am 3. Tage 11 junge Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Schafe ohne Fehler mit ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der Ordnung gemäß. Dazu einen Bock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Am 4. Tage 10 junge Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Schafe ohne Fehler samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der Ordnung gemäß. Dazu einen Ziegenbock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Am 5. Tage 9 junge Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Schafe ohne Fehler samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der Ordnung gemäß. Dazu einen Bock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Am 6. Tage 8 junge Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Schafe ohne Fehler samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der Ordnung gemäß. Dazu einen Bock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinen Trankopfern. Am 7. Tage 7 junge Stiere, 2 Widder, 14 einjährige Schafe ohne Fehler, samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu den jungen Stieren, zu den Widdern und zu den Schafen nach ihrer Zahl, ihrer Ordnung gemäß. Dazu einen Bock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Am 8. sollt ihr Festversammlung halten. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun. Und sollt als Brandopfer opfern, als Feueropfer des lieblichen Geruchs für den Herrn, einen jungen Stier, einen Widder, 7 einjährige Schafe ohne Fehler, samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern zu dem jungen Stier, zu dem Widder und zu den Schafen nach ihrer Zahl, der Ordnung gemäß. Dazu einen Bock zum Sündopfer, außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer und seinem Trankopfer. Das alles sollt ihr dem Herrn darbringen an euren Festen, außer dem, was ihr gelobt und freiwillig gebt an Brandopfern, Speisopfern, Trankopfern und Dankopfern.